Ja, guten Morgen, Freunde. Peter von der Live in der Camper hier. Mit dem Frühaufstehen, das hat heute nicht so geklappt. Ich habe mir gedacht, weil es heute Morgen so, ja, so unfassbar heftig geregnet hat hier, ja, habe ich mir gedacht, ich schlafe einfach mal eine Runde weiter. Und stattdessen tue ich das Wohnmobil ein bisschen vorbereiten. Und ich habe auch gesehen, dass ich kein Brot oder keine Aufbackbrötche mehr habe. Deswegen will ich mir jetzt doch mal schnell, oder was heißt schnell, das erste Mal ein Brot in der Heißluftfritteuse backen. Dazu habe ich mir, wo ich bei meiner Tochter war, da gibt es so fertige Backmischungen, schaut mal. Die werde ich mal dafür nehmen und mal gucken, ob das was wird. Ich mische mir jetzt ganz einfach mal ganz schnell den Teig damit an und lasse ihn mal ein bisschen gehen. Und dann schauen wir mal, wie das in der Heißluftfritteuse funktioniert. Euer Peter. Ja, was mir natürlich fehlt, ist ein Mixer, den habe ich nicht. Also nehme ich als allererstes mal kurz eine Gabel und dann mache ich das mit bemehlten Händen und knete das dann von Hand gleich mal einmal durch. Ja, Freunde, das sind ungefähr 340 Milliliter Wasser und diese Backmischung. Und das Ganze habe ich dann am Anfang mal so ein bisschen mit der Gabel vermengt und so ein bisschen verrührt. Ja, und dann ging es dann los mit der klebrigen Sache. Sprich, bisschen Mehl auf die Hände und dann rein mit dem Finger in den Teig. Ja, ordentlich durchgeknetet. 10 Minuten steht, glaube ich, auf der Packung, sollte man auf höchster Stufe mit einem Knethaken machen. Aber das habe ich dann halt mit der Hände gemacht, habe gemerkt, dass der Teig dann so ein bisschen zu fest war, habe noch mal ein bisschen Wasser reingegeben. Ja, und dann ging das auch los, ne, mit dem Kneten, Kneten, Kneten. Und ich glaube, was am längsten gedauert hat, war nachher so meine Hände wieder sauber zu kriegen. Keine Ahnung, ich habe das früher mal bei meiner Mutter gesehen, da ging das alles wesentlich schneller. Die hat das immer nur mit der Hand gemacht und die hatte nie klebrige Finger. Warum auch immer, keine Ahnung. Naja, aber ich habe es fertig gekriegt, den Teig ab in eine Schüssel, ein bisschen gehen lassen und dann geht's weiter. Tja, Freunde, jetzt noch mal ein bisschen nass machen das Ganze. Jetzt decke ich das einfach mal für eine halbe Stunde ab. Mal gucken wir mal, ob der Teig hoch aufgeht. Keine Ahnung davon, aber wir werden es mal sehen. Bis nachher mal. Tja, Freunde, jetzt muss ich mal ganz kurz lesen, wie es weitergeht. Ich habe es mal so 10 Minuten gehen lassen. Jetzt sollen wir da mal gucken. Mit bemehlten Händen ein Laib Brot rausformen, einen gefetteten Kastenform geben. Das ist die Form von der Heißluftfritteuse. Dann mache ich, tue ich die, mir die mal einfetten. So. Das. So, kleines bisschen Margarine. Tja, kurze Ablenkung. Ah, super. Telefon hat geklingelt. Backform habe ich eingefettet. Das will ich dann mal gucken. Und die Ablage wahrscheinlich auch. Mit wahrscheinlich viel zu viel. So, bemehlte Hände. Ein Laib Brot vor. So, mal gucken, wie das so klappt. Nicht schön, aber selten. Zack, einmal mit dir. So, super. Hände wieder. Naja, hab ganz vergessen, ich muss den Teig noch befeuchten. Ne, schauen wir mal. Ja, ein bisschen mit Wasser bestreichen. Also Leute, ich bin ja mal gespannt, ob das klappt. Ja, Freunde, schaut mal, so sieht das aus, wenn der Brotteig aufgegangen ist. Ich werde den jetzt noch mal so ein bisschen befeuchten. So, die Heißluftfritteuse, die werde ich jetzt mal erst noch mal so ein bisschen vorheizen. Und dann gleich noch mal ein bisschen Wasser reingeben und dann machen wir da gleich mal fertig. Bin ja mal gespannt, wie das wird.
Ja, Freunde, ich habe es jetzt ein bisschen vorgeheizt. Ich gebe jetzt ein klein wenig Wasser damit rein. Den Topf. Tja, Leute, ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Naja, ja, was mache ich heute noch? Ja, ich bin gerade dabei, so ein bisschen an den Kanal am Arbeiten. Ich habe ja das eine Video jetzt eingestellt, das ist jetzt gerade online, was ich gestern gemacht habe, mit dem Titel Im Zwiespalt bin ich auch im Moment so ein bisschen. Ganz einfach deshalb, weil ich nicht weiß, ob ich beide Kanäle weiter betreiben will oder kann, ist ja auch immer so ein zeitliches Problem, weil ich auch ganz normal am Arbeiten bin. Aber wir schauen mal. Ne? Ich zeige euch nachher das Brot, wie es aussieht und vor allen Dingen, wie es schmeckt. Ist das allererste Mal, dass ich das mal in der Heißluftfritteuse probiere. Aber ich sag mal, YouTube gibt ja ganz viele Hilfestellungen und sowas. Naja, wir sehen uns nachher. Euer Peter. Tja, 10 Minuten um. Ich will da jetzt mal reingucken und nochmal das Brot nochmal einmal so ein bisschen bestreichen. Ich muss euch dazu nur mal einmal ganz kurz weghängen. Guckt euch das an. Schaut mal, ist das nicht herrlich? Ich muss das mal so ein bisschen aushalten. Ich muss echt aufpassen. Ich sag gerade, ich muss echt aufpassen, dass mir die Kruste nicht zu hart wird. Also nehme ich die Temperatur jetzt gleich nochmal runter. So, jetzt nehme ich die Temperatur nochmal runter. Ich glaube, ich kann das bekommen. So, Freunde, jetzt schauen wir da mal rein. Ist fertig. Das nicht gut aus. Ich weiß nur nicht, ob es durch ist. Ich hänge euch mal hin. So, so tue ich das denn jetzt mal drauf. Das doch da drauf. So. Ich will eigentlich nur wissen, ob das was geworden ist oder nicht. Wir schneiden das einfach mal an. Ich schneide das jetzt mal halb durch. Kruste ist schön heiß. Nisse. Ich glaube, das hätte noch so ein bisschen gekonnt. Noch mal so 10 Minuten länger. Schaut mal. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, das geht. Ja. Tja, das war so mein erster Versuch mit dem Brot in der Heißluftfritteuse. Aber ich gehe mal davon aus, dass das noch mal gute 10 Minuten länger hätte sein können. Aber ich habe da halt echt Angst gehabt, dass mir die Kruste zu hart wird. Naja, der zweite Versuch wird zeigen. So, bis dann mal, euer Peter. Tja, Freunde, ich konnte es ja nicht lassen. Es gibt, glaube ich, nichts Leckeres als warmes Brot. Ich habe mir direkt eine Schnitte gemacht, schaut mal. Es ist wirklich top, also richtig, richtig lecker. Also braucht, glaube ich, nicht länger rein. Hätte vielleicht noch ein bisschen ruhen lassen können. Aber ich war halt so ein bisschen ungeduldig. Und ja, ich esse jetzt erstmal ganz gemütlich. Und damit wünsche ich euch ja noch einen schönen Restsonntag. Euer Petermann.